Wieder ist Balu mit einer eiligen Ladung an Bord unterwegs. Mit dabei Navigator Kit und Mechaniker Wildkatz. Die Ladung karnobischer Melonen muss ganz schnell abgeliefert werden, sonst ist sie verfault. Und die Melonen sind schon sehr, sehr reif. Also nimmt Balu den kürzesten Weg. Und der führt über die Wüste. Wow! Ganz schön viel Landschaft da unten. Hier möchte ich keine Panne haben. Deshalb haben wir auch Wildkatz mitgenommen. Ich schaue lieber mal nach, was der gerade anstellt. Und was macht Wildkatz hinten im Laderaum? In aller Seelenruhe schmeißt er eine Melone nach der anderen nach draußen. Feuer frei! Bist du verrückt? Diese karnubischen Melonen sind fast so wertvoll wie goldene Eier. Ich wollte bloß die Faulen loswerden. Wir fliegen extra diese Abkürzung, damit ja nur keine einzige von denen faul wird. Diese Abkürzung ist noch nicht kurz genug. Die riecht schlimmer als Oberst Kübels Rasierwasser. Oh ja, wir müssen uns beeilen, sonst platzt das Geschäft. Hört sich wie die Polizei an. Wieso Polizei? Wir sind mitten in der Wüste. Hier gibt's doch keine Polizei. Oh doch, Balu. Links und rechts der Seegans tauchen kleine Flugzeuge auf. Grimmig starren die Piloten Balu an und deuten auf ihren Sheriffstern. Rechts ran da! Diese Melonen, ich habe jetzt keine Zeit, Räuber und Gendarm zu spielen. Und gib's ihm, Eddie! Und während Balu Gas gibt, um zu entkommen, da holt dieser Eddie eine Schleuder aus der Tasche, lädt sie mit einem merkwürdigen Stein, zielen, Schuss. Der Stein trifft einen Propeller der Seegans, explodiert, der Propeller ist hinüber. Die Seegans muss notlanden. Balu und die Crew werden verhaftet, in eine verlassene Wüstenstadt gebracht und dort vor Gericht gestellt. Der Sheriff ist gleichzeitig der Richter, der Hilfs-Sheriff der Geschworene und dann gibt es noch Charlotte, die den beiden hilft. Mehr Einwohner hat die Stadt nicht. Oder doch? Der Richter eröffnet das Verfahren. Die Gerichtsverhandlung ist hiermit eröffnet. Die Gefangenen sind angeklagt wegen Raserei, Umweltverschmutzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt im Luftraum von Knallstein. 6 Monate Strafarbeit und die Beschlagnahmung des Tatflugzeugs. Was? Das können Sie nicht machen. Die Seegans ist Privateigentum. Jetzt nicht mehr. Hör jetzt auf damit, Hermann. Du bist nicht der Sheriff, du bist nicht der Richter. Du bist ein Angestellter des Kahn-Konzerns, wie wir anderen auch. Oh, Lotte, warum musst du immer aus einer Mücke einen Elefanten machen? Weil du jeden, der hier zufällig vorbeikommst, zwingst, in dieser schrecklichen Mine zu arbeiten. Solange Kahn mir nichts anderes anordnet, habe ich hier das Sagen. Wie soll Kahn jemandem was sagen, wenn du das einzige Telefon hast und das ist seit Wochen kaputt? Du schreibst Kahn schön weiter deine Berichte und wir schicken sie ihm, bis wir etwas anderes hören. Führ sie ab, Eddie. Was hat Kahn damit zu tun? Ihm gehören die Stadt und die Silbermine. Nun pass mal gut auf, Junge. Zufällig sind wir gute Freunde von Herrn Shere Khan. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann lässt du es besser gehen. Herrn Khan mag zwar die Stadt gehören, aber er regiert sie nicht. Das mache ich. Schick jetzt diese Freunde von Herrn Khan an ihre Arbeit. Schon werden Balu, Kit und Wildkatz abgeführt. Ziel? Die verlassene Silbermine von Knallstadt. Wenn Kahn das erfährt, wirst du nicht einmal mehr Hundefänger in diesem Kaff sein. Wie sollte er das rauskriegen? Na, wenn er Lottes Berichte liest. Weißt du was von irgendwelchen Berichten, Eddie? Keine Ahnung, Sheriff. Was der alte Kahn nicht weiß, macht mich nicht heiß. Was ist das überhaupt für ein Zeug? Silber ist das nicht. Das ist Kaputtium, Kleiner. Silber gibt's hier schon lange keins mehr. Damals sind unsere Minenbohrer auf eine Ader von diesem Zeug da gestoßen. Sieht aus, als ob's den gar nicht bekommt. Kaputtium hat eine ganz besondere Eigenschaft, die den Maschinen und den Arbeitern zu schaffen macht. Deshalb haben wir uns besondere Freiwillige für die Arbeit in unseren Minen ausgesucht. Wie ihr drei. Über was für eine besondere Eigenschaft reden wir eigentlich? Das ganze Armeen- und Abrissunternehmen ein Mordsgeld für jeden winzigen Krümel bezahlen. Für einen Stein ist ja ganz hübsch. Leg das sofort dahin zurück, wo du's her hast, Spatzenhirn. So Befehl.
Und Wildkatz wirft den Stein, den er aus einem Eimer genommen hatte, wieder zurück und es macht Bumm. Das ist also das Geheimnis von Kaputnium. Sobald so ein Stein irgendwo aufprallt, explodiert er. Die Dinger sind ja gefährlicher als Handgranaten. Und nachdem sich der Rauch ein wenig verzogen hat... Das ist tatsächlich eine ganz besondere, besondere Eigenschaft. Hat jemand meine Mütze gesehen? Kaum zu fassen. Was ist los? Habt ihr etwa ein Gespenst gesehen? Nein, aber etwas anderes sehen wir, nämlich Wildkatz ohne Mütze. Und der hat verblüffende Ähnlichkeit mit Shere Khan. Ja, wirklich. Wildkatz sieht aus wie Shere Khan im Arbeitsanzug. Baloo, sieh mal. Wildkatz sieht genauso aus wie Khan. Es hat wohl keinen Zweck mehr, sich noch weiter zu verstellen. Nein, keine Verstellerei mehr. Okay, wieso verstellen? Sie haben Ihr Geheimnis entdeckt, Herr Khan. Oh ja, klar. Meine Freunde würden mich Shere nennen, wenn ich nur Freunde hätte. Herr Khan, was tun Sie denn hier, so verkleidet und so? Ich bin immer so gekleidet, außer meinem Geburtstag. Dafür habe ich einen Sonderanzug. Was der Vorstand sagen will, ist, dass er sich immer so anzieht, wenn er sowas wie fehlende Berichte untersucht. Eddie macht das Flugzeug klar, um unsere prominenten Gäste in die Stadt zurückzufliegen. Wenn er sich genug ausgeruht hat, geben wir ihm die Berichte, die ihm wirklich zustehen. Schon nimmt der Sheriff den vermeintlichen Khan an die Hand und wie die besten Freunde verlassen alle die Mine. Wollen Sie die Tür nicht abschließen? Nein. Die einzige Möglichkeit, um aus Knallstein herauszukommen, ist per Flugzeug. Außerdem gefällt's denen hier. Das glaube ich nicht. Denn die zurückgebliebenen gefangenen Arbeiter brüten über einen Fluchtplan. Also das ist der große und mächtige Khan. Und er hat ein Flugzeug, unsere Rückfahrkarte. Zurück in der verlassenen Stadt versucht der Hilfs-Sheriff, den Propeller der Seegans zu reparieren, um Herrn Khan den Rückflug zu ermöglichen. Und in 0,nix werden Sie von diesem Überraschungsbesuch wieder nach Hause fliegen können. Mir scheint, unsere Überraschung hat Sie doch ziemlich überrascht. Ihre Überraschung hat unsere Überraschung verdorben. Sie hatten eine Überraschung? Und das ist aber eine Überraschung. Wir wussten, dass Herr Khan die Mine fast aufgegeben hatte, als wir das Kaputium entdeckten. Wir wollten, dass es eine Überraschung ist. Klar wollten Sie das. Und Sie haben jeden Krümel nur für ihn aufgehoben. Jeder Klumpen, den wir bis jetzt gefördert haben, wird in unserem Patrouillenflugzeug aufbewahrt, aus Sicherheitsgründen. Damit nur ja nichts in falsche Hände gerät. Genau so ist es. Das war alles nur ein großes Missverständnis. Nicht wahr, Herr Khan? Herr Khan! Das würde mit einem großen Knubbel Kaugummi sicher besser halten. Flugzeuge sind ein Hobby vom Chef. Das wusste ich gleich, als ich Sie mit diesem Museumsstück da herumfliegen sah. Fühlen Sie sich beim Abflug ruhig wie zu Hause. Es ist ja ohnehin Ihre Stadt. Und so schaut sich Shere Khan mit Kit und Baloo ein wenig in seiner Stadt um. Ich traue diesem Sheriff nicht. Ja, und genau deshalb machen wir einen Blitzstart, sobald die Seegans wieder fit ist. Wir können diese Nummer nicht ewig durchziehen. Stimmt, Baloo. Aber der Sheriff glaubt, seine Nummer bis in alle Ewigkeit durchziehen zu können. Wenn Khan nach Hause kommt, sind wir erledigt. Und deshalb wird er nicht zu Hause ankommen. Jetzt hör mir mal gut zu. Finstere Pläne werden da geschmiedet. Pläne, von denen Baloo, Kit und Wildkatz, die es sich im verlassenen Saloon gemütlich gemacht haben, nichts ahnen können. Ich mach mir Sorgen um die Seegans, Baloo. Keine Bange, Herr Khan. Wir werden uns schon drum kümmern, wenn sich die Lage etwas entspannt hat. Guten Tag, Herr Khan. Erinnern Sie sich? Ich bin Lotte Lilienfeld. Ich muss sagen, Sie haben uns ganz schön getäuscht. Oh, wie charmant von Ihnen. Wir sollten die Bücher durchsehen, solange sie hier sind. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir von Ihnen nichts mehr gehört haben. Na gut, aber was bedeuten bloß all diese Zahlen? Aber Lotte, was hast du denn hier zu suchen?
Ich wollte Herrn Kahn treffen, um ihn zu bitten, sich wieder um die Mine zu kümmern. Sicher möchte Herr Kahn sich sein Essen nicht mit Geschäften verderben lassen. Wie wär's zur Abwechslung mit einer netten Billardpartie? Gerne, ich liebe Partys. Aber ich hab meinen Smoking nicht dabei. Herr Kahn? Ich meine, Billard wäre vorzüglich. Kommen Sie, meine Liebe. Aber... Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss mir schnell die Zähne putzen. Nun, dass der Sheriff so schnell abhaut, hat nichts mit Zähneputzen zu tun, sondern damit, dass er unter die Billardkugeln heimlich eine Kugel Kaputtnium gelegt hat. Ein Stoß gegen die Kugel und... Aber daran mag ich lieber nicht denken. Vor der Tür wartet man auf den entscheidenden Stoß. Und was passiert mit Lotte? Es wird langsam schwierig, sie im Dunkeln tappen zu lassen, während wir das Kaputtium stehlen. Und drinnen ist Wildkatz bereit zum Spiel. Wissen Sie, Sie entsprechen so gar nicht meinem Bild, das ich mir von einem skrupellosen Finanzgenie gemacht habe, Herr Kahn. Oh, ich war in Behandlung. Aufgepasst, gleich fliegen hier die Fetzen. Noch eine übrig. Und genau diese eine Kugel ist die Kugel. Wieder setzt Wildkatz, Schirkan, zum Stoß an. Herr Kahn, warum zeigen wir der Dame nicht die Seegans, bevor der Sheriff zurückkommt? Ja, die Seegans. Kommen Sie, Lotte. Und draußen vor dem Saloon hocken in sicherer Entfernung und in ehrfurchtsvoller Erwartung der Explosion der Sheriff und sein Kumpan. Was machen die denn da, Baloo? Mir egal, solange sie es nicht mit mir machen. Sheriff, Sie sind weg! Los, Eddie, rein da, bevor etwas mit dieser Kugel passiert! Na gut. Oh, Eddie, wenn Suppe regnen würde, würdest du eine Gabel holen. So ganz richtig hat Eddie das wohl nicht gehandhabt. Aber nichtsdestotrotz übernimmt er wieder seinen Job als Mechaniker der Seegans. Kaum steht er auf der Tragfläche der Seegans, da, von hinten umklammert ihn eine starke Hand und reißt ihn von der Seegans runter. Und genau in dem Moment kommt Baloo bei seinem geliebten Flugzeug an. Wo ist denn der Mechaniker bloß geblieben? Warum werfen Sie nicht einen Blick in den Motor, Herr Kahn? Oh, gibt es irgendetwas, was er nicht kann? Ja, mit beiden Daumen in der Nase bohren. Haben Sie das Problem gefunden, Herr Kahn? Ja, die habe ich schon längst gelesen. Ich meinte doch den Motorchef. Oh, Kinderspiel. Gut, Sie reparieren's, während wir den Sheriff ablenken. Unterhalten. Und schon sind Baloo und Kit verschwunden. Haben Sie einen Kaugummi, Lotte? Oh, ich bin überzeugt, für Sie ist nichts so schwierig, Herr Kahn. Wenn ich Rosenkohl essen soll, hört's bei mir auf. Nur im Augenblick ist Rosenkohl nicht Ihr größtes Problem, Herr Kahn. Der das spricht, ist der Anführer der gefangenen Minenarbeiter. Und er bedroht den vermeintlichen Schirkan mit einer Schleuder. Und die ist geladen mit einem dicken Stein aus Kaputtnium. Wildkatz und Charlotte werden in die Mine gebracht. Nun wollen wir doch mal sehen, ob es Ihnen hier unten gefällt, Herr Direktor Kahn. Bei uns wird's dir gut gefallen. Aber das muss ein Irrtum sein. Was für ein Irrtum? Wir arbeiten und hungern, dass ihr fett werdet. Wie es scheint, habe ich doch ein paar Pfund zugelegt. Was wollt ihr jetzt tun? Es geht nicht darum, was wir jetzt tun, Puppe, sondern was ihr jetzt tut. Wildkatz alias Schirkan wird festgehalten, Charlotte mit einer Botschaft zum Sheriff geschickt, der sich, genau wie Baloo, wundert, dass Wildkatz und Charlotte nicht wieder auftauchen. Verlaufen? Oh, wie kann er sich verlaufen in einer Stadt, die nur 4 Häuser hat? Vielleicht wollte er sich auch verlaufen. Fräulein Lilien fällt es schließlich nicht von Pappe. Die Minenarbeiter haben ihn. Hä? Oh, sie haben Herrn Kahn entführt. Es war schrecklich. Das soll ich euch geben.
Wir haben das Stinktier K. Wir verlangen sicheres Geleit aus diesem stinkenden Loch. Im Flugzeug des Unterdrückers. Weigert ihr euch, könnt ihr Kahn abschreiben. Wir haben noch Platz in der Gans. Holen wir sie. Nicht so schnell. Hier kommt hier keiner raus. Wer sagt das? Ich sage das. Was Sie nicht sagen. Aber wir müssen Herrn Kahn befreien. Ich werde den Forderungen einer Bande Raudis nicht nachgeben. Herr Kahn würde das genauso wenig tun. Aber... Du hast Schreckliches durchgemacht. Leg dich aufs Ohr oder so, während ich das erledige. Oh, der kann was Schreckliches erleben. Kaum ist Charlotte draußen, werden Kit und Baloo mit Waffengewalt in eine Zelle gesperrt. Das wird die zwei in Schach halten, bis die Minenarbeiter uns Kahn aus dem Weg geschafft haben und wir uns endlich mit unserem Kaputium aus dem Staub machen können. Tja, das ist eine ganz schön heikle Situation für Baloo und Kit. Heikel wird es aber auch für Charlotte, die endlich die beiden Sheriffs durchschaut hat. Nach langem Suchen findet sie endlich eine noch intakte Telefonzelle. Ich hätte wissen müssen, dass das mit dem kaputten Telefon eine glatte Lüge war. Na los, komm schon. Nimm doch jemand ab. Ja. Hallo, ich muss sofort mit jemandem sprechen. Es geht um Leben und Tod für Herrn Kahn. Tatsächlich. In seiner Silbermine in Knallstein halten ihn die Minenarbeiter gefangen. Wirklich? Irgendwie kann ich mir das nur schwer vorstellen. Wenn sich niemand beeilt, wird es zu spät sein. Sie werden... Lotte! Oh nein! Du solltest hier nicht so allein herumspazieren. Hey, ich werde dich in dein Zimmer bringen, um sicher zu sein, dass du nicht gestört wirst, bis diese Sache mit Kahn vorbei ist. Vielleicht nehme ich meine mysteriöse Entführung selbst mal unter die Lupe. Dieser gemeine Sheriff! Herr Kahn hätte ihm nicht trauen dürfen! Meine Güte! Was haben diese Dilettanten vor? Was auch immer die vorhaben, Charlotte zögert nicht lange. Es gelingt ihr, durchs Fenster zu flüchten, und es gelingt ihr auch, Baloo und Kit zu befreien. Schon machen sie sich auf den Weg zur Mine. Leider bemerkt der Sheriff die Flucht und sofort heftet er sich mit seinem Kumpan auf die Fersen der Flüchtenden. Die wollen zur Mine! Los, komm! Ja, die müssen wir aufhalten! Wir müssen Herrn Kahn befreien und diese armen Minenarbeiter retten. Klar, wir wollen sie ja retten, aber was diese ganze Herr-Kahn-Geschichte angeht... Und in aller Eile beichtet Baloo Charlotte die ganze Geschichte mit dem vermeintlichen Shere Khan. Kein Wunder, dass er meinen Erwartungen nicht entsprach. Hoffentlich sind ihre Grubenkumpel nicht so hart mit ihm umgesprungen. Oh, oh! Der Sheriff! Bloß weg! Die wollen in die Mine. Ja, aber die kommen nicht wieder heraus. Kommen Sie schon? Noch nicht, aber jede Wette, die haben etwas vor. Okay, Eddie, bring die schwere Artillerie ins Gefecht. Bin dabei, Sheriff. Das war eine Riesenladung Kaputnium, die Eddie da zur Explosion brachte. Sie haben den Tunnel gesprengt! Dann nehmen wir halt einen anderen Ausgang. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wildkatz! Wildkatz! Weiß ich, aber ich würde es nicht übertreiben. Wir hätten merken müssen, dass es nicht Kahn war. Wenn Verstand stinken würde, würde man diesen Kerl nicht mal durch den Gitterzaun riechen. Wenn ihr Kumpel den richtigen Kahn erwischen wollten, müsst ihr warten, bis wir euch hier rausholen. Und wie sollen wir das anstellen? Wir sind lebendig begraben. Wir schaffen schon. Ihr müsst mir nur helfen. Wildkatz, bist du sicher? Naja. Hat jemand von euch ein Kaugummi dabei? Und Wildkatz, dumm, aber genial,
beginnt zu basteln. Er hat schon eine Idee, was er mit dem ganzen herumliegenden alten Material machen wird. Oben auf der Erde herrscht inzwischen eitel Freude. Stell dir das bloß vor, Eddie. Ein Flugzeug voller Caputium und kein Kahn mehr, der uns kriegt. Zu früh gefreut. Denn aus dem Flugzeug, das da eben gelandet ist, steigt eben dieser Herr Kahn aus. Der Sheriff glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Ich dachte, Sie wären unten bei den Minenarbeitern. Wurde mir auch gesagt. Hey, Boss, vielleicht ist der, den wir da unten haben, gar nicht... Herr Kahn! So eine Überraschung! Wir waren gerade dabei, Sie anzurufen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir ein paar Probleme mit einem Hochstapler haben. Ich würde sehr gerne mich selbst treffen. Können Sie das einrichten? Gut, ich weiß nicht, ob wir ihn gerade im Moment zu fassen bekommen. Wissen Sie... Was ist das? Ein Riesenbohrer mit Kabine, den Wildkatz gebaut hat und der sich jetzt durch die Erde ans Tageslicht frisst. Und aus der Kabine steigen wohlbehalten Baloo, Kit, Wildkatz, Charlotte und die ehemals gefangenen Arbeiter. Endstation, alles aussteigen! Wie nett von Ihnen allen vorbeizuschauen. Das ist der Herr Kahn, der Hochstapler. Diese miese kleine Ratte, die versucht hat, ihre Mine zu stehlen. Den haben Sie für mich gehalten? Und, wer sind die? Wir bauen ihr Caputium ab. Caputium? Wie interessant. Warum habe ich davon nichts erfahren? Wissen Sie, lauf weg! Keine Sorge, Herr Kahn, die kriegen wir. Also, Sie haben dem Sheriff nie angeordnet, die Minenarbeiter zu quälen. Meine Liebe, Geld und Macht ist das Einzige, wonach ich strebe. Solche Angestellten verhelfen mir weder zu Ersteren noch zu Letzteren. Damit ist das Thema für Sher Khan erledigt. Aber hoch in der Luft, da geht es weiter. Baloo verfolgt mit seiner Seegans die flüchtenden Gauner. Und die, nicht müßig, beschießen die Seegans mit Caputium. Oh, das war knapp. Wie sollen wir gegen diese explodierenden Steine kämpfen? Ich habe eine Idee. Alles fertig, Eddie. Das ist wie mit einer Schrotflinte auf Blechdosen zu ballern. Diese Melonen sind so matschig, sie taugen bestimmt nur noch als Munition. Geladen, Baloo! Macht euch fertig! Baloo setzt die Seegans vor die Flüchtenden und aus der Heckklappe heraus bewerfen Kit und Wildkatz das Flugzeug der Gauner mit matschigen Melonen. Gib's ihn, Jungs! Feuer frei! Was war das? Volltreffer, Kit! Genau, Volltreffer! Mitten auf die Windschutzscheibe des Gaunerflugzeugs platzen die Melonen und verschmieren die ganze Scheibe. Die Gauner können nichts mehr sehen. Dann setzt noch der Motor aus, der von einer Melone getroffen wird. Das Flugzeug der Gauner kommt ins Trudeln und... Kurz darauf hat Wildkatz noch ein kleines Problem. Aber das kann er nur mit Charlotte besprechen. Ich wette, jetzt, wo du den richtigen Kahn kennst, magst du mich nicht mehr. Seit ich den richtigen Sher Khan kennengelernt habe, Wildkatz, mag ich dich sogar noch lieber. Oh. Aus Dankbarkeit für die Aufdeckung dieser Insubordination könnte ich sie wohl für ihre Melonen entschädigen. Das ist wirklich nett von Ihnen, Khan. Und ich verspreche Ihnen, niemandem etwas zu erzählen. Und wo ist Ihr kleiner Mechaniker? Ich möchte ihm auch danken. Tja, Herr Kahn, ich glaube, da fragen Sie besser Ihren neuen Vorarbeiter. Tja, und der neue Vorarbeiter, den die ehemals gefangenen Arbeiter stürmisch begrüßt haben und unter dem sie gerne freiwillig weiterarbeiten wollen, tja, dieser neue Vorarbeiter ist niemand anderes als
Charlotte. Und die gibt dem kleinen Mechaniker Wildkatz soeben einen dicken, dicken Kuss. Es ist nicht ganz einfach, konzentriert im Büro zu arbeiten und gleichzeitig eine Tochter namens Molly zu beaufsichtigen, die als Königin der Macht ziemlich viel Unordnung stiftet. Also gibt Becky die Königin der Macht bei Wildkatz in Verwahrung, der im Laderaum der Seegans alle Schrauben überprüft. Miss Cunningham! Wildkatz, macht es dir was aus, auf die Königin der Macht aufzupassen? Ihre Fantasie geht mal wieder mit ihr durch. Soll ich sie wieder einfangen? Nein, halt sie nur für den Rest des Tages von meinem Büro fern, okay? Aber sicher doch. Also sei lieb, Molly, nicht, dass du mir Wildkatzen noch, verrückt machst. Hey, dich kenn ich doch. Du bist die Königin der Macht. Ja! Willst du eine Piratenkiste sehen? Doppelja! Was haben wir denn da, schwarze Oliven? Was noch? Ein Elefantenkopf? Ein Fliegerhut? Nein, nein, nein. Funkerkopfhörer. Flugsicherung. Kann ich landen? Nein, du bist umzingelt. Ah, genau. Mayday, Mayday. Piraten auf 4 Uhr. Es Nummer 8. Nachricht Nummer 11. Was ist das? Das will beim Staub. Nein, ich meine das Buch. Der Flug der Schneegans. Vorlesen. Und Wildkatz liest vor. Das heißt, er versucht es. Es war einmal ein Mädchen, das... reiste. Reiste durch ein schneebedecktes Land. Und als die schwarzen Drachen das Mädchen gerade packen wollten, sauste die Schneegans heran und nahm das kleine Mädchen auf ihren Rücken. Hilft die Schneegans immer Leuten in Not? Na sicher, aber die Drachen jagten die Schneegans durch die ganze Gegend. Also schlüpfte die Schneegans in einen Kaninchenbau, wohin die Drachen ihr nicht folgen konnten. Die Schneegans brachte das kleine Mädchen nach Hause, wo sie heute noch glücklich lebt. Ende. Wildkatz, was ist Schnee? Siehst du das? Also das ist es nicht. Und was Wildkatz nicht weiß, das weiß bestimmt Balu, der soeben seine alte Seegans mit großen Kisten und Kästen belädt. Balu, was ist Schnee? Oh Mann, erinnere mich nicht dran. Ich muss heute noch nach Drübenien. Gibt es da Schnee in Drübenien? Drübenien besteht fast nur aus Schnee. Ich will Schnee sehen, ich will Schnee sehen! Tut mir leid, Engelchen, aber Drübenien ist nichts für Kinder wie dich. Brauchst du da vielleicht Hilfe? Ich will nach Drübenien. Also, ich weiß nicht. Bitte. Tja, deine Mutter hat ja gesagt, dass ich dich für den Rest des Tages von ihrem Büro fernhalten soll. Tja, und das heißt natürlich, dass sich Molly und Wildkatz heimlich an Bord der Seegans schleichen, um mit ins schneebedeckte Drübenien zu fliegen. Sicher wie immer landet Balu in Drübenien und meldet sich gleich im nächsten Büro, wo 2 Kilogramm Formulare auf ihn warten. Ministerium für Rasenschmuck, was ist Ihr Anliegen? Ich liefere rosa Flamingos aus Kapsel Z. Ausgezeichnet, füllen Sie diese Formulare aus, während wir das Flugzeug entladen. Wofür sind die denn? Eine offizielle Entschuldigung, Sie haben 10 Zentimeter zu dicht am Keil festgemacht. Wollen Sie mich jetzt erschießen? Ich habe doch nur einen kleinen Fehler gemacht. Haben Sie einen Stift? Und während sich Balu hinsetzt und ein Formular nach dem anderen ausfüllt, da genießt Molly mit Wildkatz zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee. Schnee, wie wundervoll! Und ganz ohne irgendwelche künstlichen Farb- und Aromastoffe. Komm mit! Ui.
Auf Schnee kann man alles Mögliche machen. Schneemänner, Schneeengel, Türme, Schlösser, Apfelkuchen, Iglus. Warte mal, mit dem Apfelkuchen könnte ich mich geirrt haben. Und jetzt gibt's für Molly die erste Schneeballschlacht des Lebens. Ach, es ist wunderbar. Nicht ganz so wunderbar findet es Baloo, der gerade das 217. Formular ausfüllt. Sag mal, was macht ihr dann überhaupt mit den Flamingos? Wir kaufen sie für $1 pro Stück, malen sie blau an und verkaufen sie zum halben Preis in Kapsel-Sets. Macht ihr da nicht Verlust? Schon, aber das ist ja ein Machtkampf. Die malen sie wieder rosa an und verkaufen sie dann wieder an uns. Na, warum lasst ihr sie dann nicht einfach rosa? Wer hat schon mal was von rosa Flamingos gehört? Nur weil hier alles gefroren ist, heißt das noch lange nicht. Hey, was soll denn das werden? Sieh mal Flamingos an. Das ist mein Flugzeug. Und jetzt laut diesem Stempel handelt es sich um einen Vogel. Nein, ein Flugzeug. Nein, ein Vogel. Nein, ein Flugzeug. Oh, oh. Verunstaltung von Staatseigentum. Hä? Feldwebel Muffig, Sicherheitsdienst. Na, da scheint sich Baloo mal wieder in die Nesseln gesetzt zu haben. Mal sehen, was weiter passieren wird. Aber zurück zu Molly und Wildkatz. Molly ist ganz begeistert über den Schneemann, den Wildkatz ihr gebaut hat. Sie kann sich gar nicht dran satt sehen und versucht sogar, sich mit ihm zu unterhalten. Jetzt kann er uns hören. Willst du mit nach Hause kommen und meine Mami kennenlernen, Herr Schneemann? Er hat ja gesagt. Prima! Wieso kannst du die Schneemannsprache so gut, Wildkatz? Das heißt Fantasie, nicht zu verwechseln mit Fantadu. Sieh mal, was ich gefunden habe. Toll! Ein Riesendings da und aus Metall. Nein, das ist ein du weißt schon, mal setz dich rein, mach Ein Rodelschlitten. Wo? Ach ja, so nennt man das. Lass uns mal fahren. Vergiss unseren Freund nicht. Wildkatz setzt Molly auf den Schlitten. Und natürlich kommt auch der Schneemann mit. Dann geht's los. Wirf die Motoren an. Wow! Hey, das ist guter Schlitterschnee. Oh nein! Die fahren 30 in der 35-Zone. Das ist erlaubt. Aber sie haben gelacht. Spielen im Schnee, das ist verboten. Fahren wir! Hier spricht die Schneematschpolizei. Sieh nur die Schneematschpolizei, hallo! Fahren Sie rechts ran! Ich glaube, er will, dass wir anhalten. Molly, wir haben keine Bremse. Rechts ran fahren! Wir versuchen sie, Herr Wachtmeister. Noch was Gutes am Schnee. Man kann so schön drin landen. Naja, wenn man keine Bremse hat, dann muss man eben im nächsten Schneehaufen landen. Schneematschpolizei, Sie sind verhaftet. Im Schneespiel. Aber Wachtmeister, wir sind bloß Touristen. Erzählen Sie das dem Richter. Molly und Wildkatz werden verhaftet und dem Gericht vorgeführt. Der glorreiche, kolossale Gerichtshof des drybanischen Volkes ist eröffnet. Die Verurteilten sind angeklagt, mutwillig Schneebälle gerollt sowie ohne Genehmigung herumgetollt zu haben. Außerdem haben sie es versäumt, dem Richter zu seiner neuen Frisur zu gratulieren. Halten Sie ein Plädoyer? So etwa? Bitte, ich flehe Sie an, seien Sie gnädig. Wir werden es auch nie wieder tun. Zur Verteidigung unseres Landes gegen diese Kriminellen tritt nun hervor Oberst Kübel, der oberste Befehlshaber unserer heldenhaften Luftwaffe. Meine Herren, erhabenster Richter, verehrte Kollegen, ergebene Zuhörer. Fassen Sie sich kurz, Kübel! So, ihr habt also in meinem Gerichtsbezirk im Schnee gespielt, hä? Wo waren Sie um 10 Uhr am 21. Mai? Vor 8 Jahren. Ich war mit Otto und Kurti beim Fußball. Otto schoss 2 Tore, ich nur beinahe 1 und Kurti trank eine Himbeerbrause. Und was haben Sie heute Morgen gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht hilft das Ihrer Erinnerung auf die Sprünge. Unser Schneemann, der ist ja ganz matschig. So, du gibst also zu, ihn zu kennen. Ja, das ist unser Schneemann.
Wir haben ihn gebaut, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Sie geben also zu, unseren Schnee gestohlen zu haben. Ich erhebe Einspruch, euer Ehren. Och, armer Schneemann. Schneemann? Sieht gar nicht aus wie ein Mann. Tut er doch. Hier sind seine Augen und das ist seine Nase. Sie müssen nur Fantasie haben. Fantasie ist in Tripedien ein Kapitalverbrechen. Hiermit verurteile ich euch zu Gefängnisstrafen von jeweils 1000 Jahren. Willkommen im Gefangenenlager Club Tribenia. Ihre Baracke ist mit den neuesten Annehmlichkeiten ausgestattet. Kalt und kälteres fließendes Wasser, gute Leselampen und Klimaanlage. Sollten Sie irgendwelche Beschwerden haben, sagen Sie nur Bescheid. Sie werden dann wiederholt erschossen. Angenehmen Aufenthalt. Mir gefällt's hier gar nicht, Wildkatz. Hey, sieh das doch mal so. Wir haben jetzt eine Menge Zeit, um im Schnee zu spielen. So ungefähr ein paar Jahrhunderte. Ich werde meine Mami nie wiedersehen. Och, natürlich wirst du das. Die alte Schneegans wird uns bestimmt jeden Moment retten. Hey, du hast recht. Und da wird noch einmal die Tür der Zelle aufgestoßen und hereinschlittert Baloo. Hey, weißt du, mit wem du es zu tun hast, Junge? Baloo! Wildkatz! Molly! Lass mich mal raten. Molly wollte Schnee sehen. Ja, aber für Schneemann bauen haben wir 1000 Jahre bekommen. Ich habe 2000 bekommen, weil ich dem Richter nicht zu seiner neuen Frisur gratuliert habe. Hey, dann sind wir ja noch vor dir draußen. Sollen wir deine Blumen gießen, bis du wieder da bist? Becky wird mich erwürgen, wenn sie rauskriegt, dass ich Molly nach Trübenien geflogen habe. Keine Sorge, Baloo. Die Schneegans wird kommen. Leute in Not rettet sie immer. Natürlich, mein Kleines. Mach dir keine Sorgen. Der alte Baloo bringt uns hier alle raus. Ruh dich aus. Die Schneegans kommt bestimmt gleich. Sicher, Schätzchen. Aber nimm's mir nicht übel, wenn ich's trotzdem versuche. Und Baloo versucht wirklich allerhand, um aus dem Gefangenenlager fliehen zu können. Aber ihm fehlt das letzte bisschen Glück. Molly macht das gar nichts aus, denn sie glaubt fest an die Schneegans, die sie ja retten wird. Und so kann sie sich auch über ihre Suppe freuen, die sie gerade serviert bekommt. Sehr erfreut, dass Sie kommen konnten, Madame. Probieren Sie die Fischsuppe, sie ist sehr lecker und schmecken tut sie auch. Oh, danke, Johann, Sie sind so freundlich. Köstlich, Johann. Wie machen Sie das nur? Dieser Gefängnisfraß ist schlechter als Louis' sogenannte Spezialmenüs. Mit nur ein bisschen Fantasie schmeckt es ganz gut. Hey, Baloo, wie geht's mit der Flucht voran? Der nächste Plan ist so einfach, das kapiert jeder Trottel. Wir graben uns nach draußen. Toll, ich hab's kapiert. Ich bring uns hier raus, bevor du... Aber die Schneegans kommt doch jeden Moment. ...sagen kannst, ja. Also, Wildkatz, sobald ich anfange zu graben, schaffst du den Schnee weg. Molly, du stehst Wache. Aber du musst doch nicht graben, Baloo. Die Schneegans kommt doch. Ja. Pass mal auf, die Schneegans wird nicht kommen, weil es sie nicht gibt. Och, es tut mir leid, Schatz. Das war richtig gemein, Baloo. Ja, ich weiß. Wildkatz, sag ihr, ich hab's nicht so gemeint, okay? Naja, okay. Wollen wir im Schnee spielen? Nein. Willst du ein Stück Kuchen? Das ist kein Kuchen, das ist bloß Schnee. Und was ist mit deiner Fantasie? Nein, Baloo hat recht, es gibt gar keine Schneegans. Das ist nur ein doofes Märchen. Also vielleicht bin ich nicht so schlau wie deine Mami oder Baloo oder dieser Richter. Bin ich auch nicht. Aber ich weiß, dass man Fantasie haben muss. Warum? Weil du hiermit nie was schaffst, wenn du es nicht vorher hiermit gesehen hast. Und ganz schnell hat Wildkatz aus Schnee eine kleine Gans geformt. Hallo, Schneegans hier. Muss jemand gerettet werden? Wildkatz, das ist es! Aber klar doch!
Was denn? Die Schneegans. Aber wir müssen sie ein ganzes Stück größer machen. Wie groß? Groß genug, um uns hier rauszufliegen. Was meinst du damit? Die Schneegans kommt, die Schneegans kommt! Und Molly hat da wirklich eine prima Idee. Und zu dieser Idee gehört auch, dass man Wasser braucht. Herr Gefängniswärter, bitte kann ich ein Glas Wasser haben? Weißt du das nicht? Es herrscht Wassermangel, es gefriert sofort zu Eis. Ach, bitte, bitte. Ich hab solchen Durst. Oh, na gut. Danke, Herr Gefängniswärter. Und dieses Wasser, das Molly immer wieder neu holt, wird hierhin und dahin gegossen, friert sofort zu Eis und langsam wird daraus ein merkwürdiges Gebilde. Hey, Baloo! Was ist los? Ich und Molly arbeiten gerade an was. Gut, ich bin froh, dass die Kleine ihre gute Laune wieder hat. Hier unten ist alles unter Kontrolle. Und weiter baut Molly mit Wasser und Eis, während Wildkatz alles Mögliche herbeischleppt, was nicht nied- und nagelfest ist. Wildkatz schraubt und bohrt, was das Zeug hält. Aber auch Baloo ist schon ganz schön weit gekommen mit seinem Tunnel. Alles unter Kontrolle. Nur noch ein paar Kilometer und wir sind endlich draußen. Molly möchte dir vorher gerne was zeigen. Und als Baloo das sieht, fällt er fast um. Ein riesiger Rodelschlitten aus Eis für drei Personen mit Flügeln und vorne einem richtigen Motor wartet auf den Abflug. Baloo ist platt. Was ist denn? Kannst du's fliegen? Das Fliegen? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein Flugzeug. Ein richtig tolles. Und nicht irgendein Flugzeug. Es ist die Schneegans. Ich hab dir doch gesagt, dass sie uns retten wird. Wie bist du denn darauf gekommen, Kuschelbär? Mit Fantasie. Du bist ja ganz schön ausgekocht. Von Kopf bis Fuß. Also rauf mit euch. Das wird kein Kaffeekränzchen. Lasst uns verschwinden. Die Gefangenen sind dabei zu entkommen. Naja, gleiten kann sie, aber kann sie auch fliegen? Oh nein, Ende der Fahnenstange. Komm schon, Schneegans, rette uns. Alle hopp. Ja, und allen Gesetzen der Aerodynamik zum Trotz, diese Schneegans kann fliegen. Natürlich bleibt die Flucht nicht unbeobachtet. Drei Gefangene sind auf einem Eiswürfel entkommen. Schickt sofort Kampfflieger! Dieses Baby kann tatsächlich fliegen. Wildkatz, du bist ein Genie. Nee, es war Mollys Idee. Tja, Prinzesschen, sieht ganz so aus, als müsstest du mir mal Fantasieunterricht geben. Genau. Jetzt lasst uns die Seegans finden und dann nichts wie raus aus dieser Tiefkühllandschaft. Und weiter geht Baloos Irrsinnsflug. Am Flughafen sind inzwischen die Flamingos, die wieder nach Cap Suzette zurückgeschickt werden, schon in eine riesige Frachtmaschine verladen worden. Und jetzt wird noch Baloos alte Seegans, die ja staatlicherseits auch als Vogel deklariert und blau angemalt wurde, in diese Frachtmaschine verladen. Na großartig, die schaffen mein Baby zurück nach Cap Suzette. Letzter Aufruf, alle Flamingos nach Cap Suzette an Bord! Das ist der zweitgrößte Flamingo, den ich je gesehen habe. Was kann jetzt noch schief gehen? Na, noch so einiges, Baloo. Da kommt nämlich die drybenische Luftwaffe. Ausweichmanöver! Hey, wo sind die denn hin? Sie sehen uns nicht! Haha! Auf Nimmerwiedersehen, ihr Schmeißfliegen! Sie können uns doch sehen! Wie wär's mit einer anderen Tarnung? Festhalten! Setz dich!
dich hin! Mach's mich nervös! Balu, in der Geschichte hat die Schneegans die bösen Drachen mit einem Trick abgehängt! Wie? Wie hat sie sie abgehängt? Sie saust in einen Kaninchenbau! Aber wo finden wir einen Kaninchenbau, der groß genug wäre? Da unten! Na gut, haltet euch fest, ihr Eiszapfen! Und schwupps ist Balu mit seiner Schneegans in eine Höhle verschwunden. Die drybenische Luftwaffe passt da nicht hinein. Gott sei Dank hat die Höhle auf der anderen Seite einen Ausgang. Haben wir es geschafft? Ja, genau wie im Buch. Ist ein bisschen dunkel, um Bücher zu lesen. Du bist genial, Molly. Wildkatz auch. Das war zwar ein kleiner Umweg, aber wenigstens sind wir jetzt in Sicherheit. Uhuhu. Ade, Drybenien. Fühlt ihr den Sonnenschein? Oh nein! Hey, Balu, ich glaube, wir haben da ein Leck. Das ist kein Leck. Wir schmelzen. Keine Panik. Es ist alles in Ordnung, solange der Motor hält. Aber der hält nicht mehr. Plumps fällt er runter. Der fliegende Rodelschlitten ist geschmolzen. Ach, Mensch! Balu, Wildkatz und Molly stürzen ab. Aber Glück im Unglück landen auf etwas Hartem. Und das fliegt auch noch. Es ist die Flamingo-Frachtmaschine, die auf dem Weg nach Cap Suzette ist. Sofort klettern die drei in den Frachtraum, öffnen die Ladeluke und fliegen mit der alten Seegans aus der Frachtmaschine raus. Richtung Cap Suzette und landen dort, als wäre nichts geschehen. Becky glaubt ihren Augen nicht zu trauen, als sie ihre Seegans wieder sieht. Wieso ist die blau? 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 Ja, mein Flugzeug ganz blau. Mit einem billigen Preisschild drauf und einem Schneemann auf dem Vordersitz. Mami, bitte, lass deine Fantasie nicht mit dir durchgehen. Und so hat ein wirklich aufregendes Abenteuer ein gutes Ende gefunden. Trotz blauer Seegans. Aber die wird bestimmt wieder ihr altes Aussehen haben, wenn es wieder heißt, die nächsten Abenteuer zu bestehen mit Captain Balu und seiner tollkühnen Crew.